Herzlich willkommen zurück bei Trine 2. Und Medai, uns ist gerade aufgefallen, dass wir letztes Mal so, wie soll ich sagen, im Brass waren. Im Brassel waren, weil wir noch die letzten Goodies haben wollten, dass wir ganz vergessen haben zu erklären, wo du jetzt eigentlich gewesen bist. Ach so, genau. Köln, München und Berlin. Und wo hast du gearbeitet da? Also bei was hast du gearbeitet? Das ist ja das Interessante. Ach so, ja, ich glaube, das Spannendste war tatsächlich Lissi und der wilde Kaiser. Genau, da hat er nämlich mitgemacht. Und der Mäder ist derjenige, der den General gemacht hat, ne? Feldmarschall. Animiert hat. Ich animiert. Bin der Feldmarschall. Nicht gemodelt, sondern animiert, oder? Oder hast du auch gerickt? Nur animiert. Nur animiert? Nur animiert. Haben wir jetzt alles von da oben? Die Crazy fliegen. Die Crazy fliegen, ah ja. Ja, die mexikanischen. Und die zwei Bauern, glaube ich, auch. Da hast du auch mitgemacht, oder? Ja, genau. Da habe ich einen von animiert, aber nur. Den dicken oder den dünnen? Den dünnen. Ich gehe mal weiter. Der hat nämlich auch crazy Augen. Mad Eye, ist das etwa eine Koinzidenz oder steht nein, da? Das ist natürlich keine Koinzidenz. Rumpel. So, kommst du? Man kommt hier gar nicht alleine drüber. Wo drüber? Ständig. Nee, du musst nicht drüber, du musst in den Brunnen rein. Ah, dann weiß ich Bescheid. Oh, tauchen. Ja, gib's mir mal so, ja? Gerne. Danke. So, bums. Dann hol ich mal hier so ein paar Goodies. Was gibt's denn hier unten noch so? Nichts. Oh Mann, hier ist schon wieder Spring-Action. Juhu. Das ist total geil, da freut sich. Ja, Mad-Eye, da oben waren schon Goodies. Ich hab sie noch gesehen, aber ich konnte sie nicht mehr holen. Ah, hier kommt aber noch eine runtergehagelt. Ja, dann habe ich sie noch getroffen gerade. Das war ja super. Ey, Alter, meine Reflexe, ne? In allen Ehren. Sollten ja. Wir nicht erst nach Margaret suchen, ehe wir die Kobolde verjagen? Die passt schon auf sich auf. Sie speit einfach Feuer auf jeden, der sie auch nur falsch anblickt. Das stimmt. Kümmern wir uns erst um die Kobolde. Du scheinst echt, vor allen Dingen, der Potzio scheint echt eine nette Frau zu haben. Oh, guck mal, wie ich jetzt hier an die Goodies vielleicht dann doch noch rankomme. Du machst die Goodies oben, ich versuche gerade mal unten irgendwie welche zu bekommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil man unter Wasser nicht schlagen darf. Was ist denn hier mit der Soja? Darf die denn... Nee. Hey, jetzt kommen wir hier richtig hin, du Moped. Oder hier sind auch noch ganz viele Goodies. Yeah. Ich bin schon in der nächsten Tauchkammer angelangt. Ja, aber wir haben hier alles noch voller Goodies. Achso, dann komme ich... Soll ich nochmal zurück? Zurück? Ja, ich komm gar nicht mehr zurück. Wir müssen nämlich mal... gucken, wie wir kommen wir denn hier irgendwie durch? Uah, das wird schwierig. Nee, das kriegen wir nicht. Ich glaube, ich komme auch gar nicht mehr zurück. Zurück? Ah, schön. So, irgendwie müssen wir hier das Wasser ablassen können oder so. Das wäre gut. Vielleicht geht das irgendwo. Was denn mit dem Ding hier? Ich kann hier du bist Springbrunnen, ja da. Einen zweiteiligen Springbrunnen kann ich da draus machen. Sauber. Ja. Und mehr kann ich eigentlich nicht. Aber eine Sprenkelanlage kann ich machen. Vielleicht wachsen dann gleich... Warte mal, da oben ist was. Da oben ist was. Geh mal mit der Kiste weg. Da oben ist was. So, weg mit dem Ding. Goodies! Mampf. So, und jetzt, wenn ich jetzt dann nach oben gehe, ist da vielleicht irgendwas? Oh, ich habe vier Fähigkeitspunkte noch zu verskillen. Vier Stück? Dann kannst du ja eine von den Superfähigkeiten nehmen. Die verschlossenen? Nee, ich glaube immer noch nicht. Weil ich habe zwei Charaktere relativ weit geskillt. Und, so, das habe ich nicht gesehen. Da ist nämlich noch eine Holzplanke. Schwing. Schwing, schwing, schwingering-ding. So, jetzt gehen wir nochmal da hier hoch. Ah, nein. Hast du eigentlich MDK damals gezockt? Nee, habe ich nicht gezockt tatsächlich. Echt nicht? Nee, war's gut? Ah, großartiges Spiel. Ich glaube, davon mache ich ein Let's Play. Ja? Das mache ich vielleicht. Ja, das ist gut. Also MDK, glaube ich, kann man auch gut vielen Leuten nochmal nahe bringen, die das seinerzeit gar nicht miterlebt haben. Ja, vielleicht. Ich würde den ersten Teil aber spielen.
Ah, aber du kennst es schon, ne? Also ich kenn's, ich hab's mal angespielt, aber das war dann schon sozusagen in der Phase, wo es schon bessere Graphics gab und so weiter. Ja, das ist natürlich dann, das ist natürlich ein Ding. Da war die Nostalgie jetzt nicht so wahnsinnig groß bei mir damals. Aber damals war das der Oberhammer. So, kannst du als Pontius hier irgendwie so ein Fass mal versuchen mitzunehmen? Nee, ne? Nee, Fass geht nicht. Die Fässer sind alle nicht in unserer 2D-Ebene drin. Nee, sind sie nicht. Weil ich sehe, da oben sind auf jeden Fall... Kannst du da dich dranhangeln an das Ding da oben? Ist nee. Holz? Das ist aus Stein. Stein. Aber da, daneben, rechts daneben, wenn man hochspringt, dann sieht man, oder wenn man hier so drauf ist, dann sieht man, dass da sind so Spitzen, wo man irgendwas dran stecken könnte. Echt jetzt? Aber deshalb meinte ich halt mit einem Holzfass, das wäre eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Ich sehe die Spitzen hier leider noch nicht. Da oben sehe ich aber noch hier Goodies. Da siehst du noch Goodies. Ja, aber hinter dem Ding, wo man nicht dran springen kann. Aber hier kommt man nicht hin. Aber ich sehe deine Spitzen auch ehrlich gesagt nicht. Was ist denn das da unten? Das ist doch hier wieder so eine Röhre oder sowas ähnliches. Ich habe irgendwie noch immer die Vermutung, dass wir irgendwie das Wasser ausmachen können. Aber wo? Ach, guck mal, hier ist ein... Was ist da? So ein Zahnrad. Ja, das habe ich auch schon gesehen, aber da durchzukommen, das ist... Also, weiß ich nicht wie. Kannst du unter Wasser zaubern? Nee, ne? Nee. Du kannst ja versuchen, dich da drunter zu gehen, dich einklemmen zu lassen sozusagen, dann kann ich durchschwimmen. Nee. Werde ich immer... Oh, aua! Ja, das tut weh. Ja. Aber auch das hier ist irgendwie, muss man das... Da ist doch noch mehr Zeug dann da, oder? Sehe ich das? Ja, da ist irgendwo... Ach, guck mal, hier unten sind ja auch noch... Die hast du wahrscheinlich eben schon gesehen. Ja, ja, das sind die kann man auch irgendwie nehmen, aber ich weiß nicht wie. Aber deshalb bist du auch schon längst bei Wasser lassen. Guck, bei Wasser lassen. Ja. Ist hier hinten ist so ein hier sind auch noch Goodies. So ein Ring. Aber mit dem kann ich nichts machen. Boah, haben sie aber hier ganz schön schwere Rätselerei gemacht. Total schwer. Ja, vor allem, weil man hier keine Planken oder sowas hat und hier mit... Was ist denn mit unseren Spezialfähigkeiten? Haben wir da irgendwie was? Ich kann ja noch magnetisieren. Aber das bringt mir hier auch nichts. Nee. Dann gib mir mal den Pontius, dann versuchen wir mal was zu bauen. Ja, warte, einen Test wollte ich noch machen. Ja, mach mal. Wenn ich da jetzt zum Beispiel hier die Kiste einfach mal absaufen lasse. Ja, mach mal. Nicht schlecht. Nee. Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Ah, warte mal, vielleicht kann man die dann... Jetzt da ranschieben. Genau. Na? Yeah! Alter! Sauber! Da! Alter, nicht schlecht. Wo geht's denn hier lang? Aber das hat Spaß gemacht hier. Was? Rot? Wieso sind die rot? Aua! Boah! Vorsicht! Jetzt bin ich gleich tot. Und du auch. Du bist durch. Immerhin. Ach, ich bin durch. Ah ja. So, ich bin auch durch. Eine Schatzkiste! Ah, sauber! Aber immer noch nicht das, was sie eigentlich haben wollten. Nee, ne? Oh, ein Sammlergemälde. Das wollen wir uns natürlich angucken. Ja, geil, da sind wir drauf. Ist ja super. Ja. Woher wussten die das, dass wir kommen? Keiner weiß, warum ein Gemälde von uns dreien hier unten in so einem Verlies ist. Keiner weiß es. Hier sind noch mehr Goodies. Ist komisch, ne? Aber das kann doch jetzt hier keine Goodie-Action gewesen sein. Wir wollen doch alles ausschalten, oder nicht? Ach, guck mal, ich kann mich an die Wurzeln kann ich mich dranhangeln. Ach, komm. Interessant. Ah. Jetzt aber haben wir den offiziellen Levelaufstieg. Wir müssen wieder zurück, einfach nur. Ich habe 5 Fähigkeitspunkte mittlerweile. Oh la la. Oh la la. Kredenz ich dem Zauberer noch 3? Soll ich dem 3 Kisten? So, ich versuche mal wieder zurück zu. Oh. Du bist schon auf dem Rückweg. Schuh. Ich bin so ein bisschen auf dem Rückweg, ja. Was ist denn, wenn du hier auch nochmal eine Kiste hinpackst, eigentlich? Achso, da müsst ihr erstmal eine bauen, ne? Weil irgendwie vielleicht, wenn wir die ganze Maschine anhalten, dann passiert vielleicht irgendwas. Mal gucken. So. Kiste und ich schiebe. Oh.
Geil, die Geräusche, die die Kiste macht, wenn sie über den... So, mal gucken, was passiert. Ja. Ah, der Rumpel, sauber. So, jetzt haben wir die gesamte Kiste angehalten. Jetzt darfst du bloß auf gar keinen Fall mehr zaubern, weil sonst geht wieder die erste Kiste kaputt. Ich nehme meine Finger von der Maus. Ich mach gar nichts hier. Aber so richtig hier, das haben wir trotzdem noch offen. Und das Wasser ist auch noch da. Oh, jetzt ertrinke ich gerade. So. Ja, und rüber? Rüber kommen wir damit auch nicht. Kommen wir damit auch nicht. Haben wir da irgendwas übersehen jetzt? Mhm. Hier ist nüschte, ne? Ja, nichts gesehen. Nichts gesehen. Aber ganz gut, ey. Die Rätsel sind doch etwas schwerer geworden. Das finde ich ja ganz nett. Aber wir haben schon mal einen Special gewonnen. Ich tauche jetzt noch mal einmal ganz kurz durch diesen Tunnel durch und überprüfe mal, ob wir irgendwo was übersehen haben. Vielleicht einen Geheimgang oder sowas. Und darf ich immer noch keine Kisten bauen, ne? Nee, bitte nicht. Sonst bin ich tot. So, was ist hiermit? Hier geht's auch nicht weiter. Die Kiste steht. Aber wahrscheinlich... Was ist denn das? Ist das dieses Rote sieht so aus wie so ein Gesicht oder so? Vielleicht müssen wir... Huch, was passiert? Das Rote sieht aus wie ein Gesicht? Ah, ich bin zu dir wieder gekommen, weil wir so weit auseinander waren. Soll ich mitkommen? Dann nochmal, ich kann nochmal mitkommen. Ja, ich überlege halt gerade, ob man vielleicht bei diesen Rädern unten, ob alle... Weil das, die haben ja so eine rote Spitze, so eine komische, ne? Die ja irgendwie auffällig ist. Ob die irgendwie alle sichtbar sein sollen oder so. Ach so. Aber, ja, ich bin mir da auch nicht sicher. Ich war auch früher auffällig in der Schule. Ja? Du hast immer noch nicht gesagt, welche Stadt Deutschland du als die schönste Stadt empfindest. Warum wohnst du jetzt in Berlin und zum Beispiel nicht irgendwo anders? Muss ja irgendwie. Ja, Berlin ist hier wegen Job, ne? Wegen Job. Ja. Er ist schon wieder an dem Film dran, aber man darf noch nicht sagen, an welchem. Doch, darf ich sagen, aber ist gehört das denn hier hin? Onkel, gehört das denn hier hin? Ja, Kinderfernsehen machen wir hier. Okay. Die Firma, die macht Laura's Stern sonst. Mhm. Und die machen jetzt. Kein Ohrhase, zwei Ohrküken. Da guck an. Wo bist du denn? Ich bin jetzt wieder zurückgelaufen. Ich werde jetzt mal versuchen, hier was zu bauen. Das ist ja merkwürdig. Wie ich denn jetzt dann auch da zurück? Ja, das passiert, wenn du zu lange... boah, aber da kommen wir doch niemals rüber, hör mal. Immerhin habe ich mal zwei Zulis bekommen. So, und gibt's denn... Ach, so, ja, jetzt dreht sich das Rad hier natürlich wieder. Ja, das habe ich. Aber jetzt. Mich wundert, dass wir ja halt hier nicht die Goodies aus dem Wasser da unten rauskriegen. Das spräche dafür, dass man das Wasser einmal ablässt, aber nicht... Mal, ich habe noch eine kleine Idee. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier das... Du bist der Zauber. Wenn ich das jetzt zumache... Guck mal, da drüben ist so ein Ding. Guck mal, siehst du das? Guck mal, Rumpel. Ja. Guck mal, das Ding da drüben. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Gar nichts. Kann gar nichts damit machen. Da kann man gar nichts machen. Aber ich hatte überlegt, dass man vielleicht hier das Teil irgendwie zumacht, weil es gibt ja aber auch nirgends einen... Dieses Scheißding, wenn man hier das muss doch auch irgendwas damit zu tun haben, wie so ein Pöller, der Wasser spuckt, wenn der... kein Wasser mehr spuckt, dass dann vielleicht irgendwas platzt. Ist. Vielleicht geht dann das Wasser, steigt das Wasser dann. Das könnte auch sein. Wir brauchten eigentlich so einen Schließpöller. Doch, ernsthaft? Das steigt? Ja? Ja. Ja, irgendwo müsste da ein Schließpöller sein, aber ich habe den nirgends gesehen. Ich habe den auch nicht gesehen. Deshalb habe ich gedacht, da drüben das Ding wäre vielleicht ein Schließpöller. Und dass man den mit dem Zauberer vielleicht da holen kann. Ich überlege gerade, ob man da hoch muss, aber auch nicht. Stell doch nochmal was auf das Ding da drauf. Na, warte mal. Meinst du? Ach so, warte mal, jetzt kann man hier vielleicht... Aber bei mir lädt es halt auch wieder fürchterlich.
Ach, guck mal, ich kann rüber. Ich kann rüber jetzt. Geht das tatsächlich so? Kumpel. Kumpel, ich bin drüber. Bin drüben. Oh, du fliegst schon wieder durch die Gegend, weil dein Internet mal wieder scheiße ist. Na gut, aber jetzt kann ich auch rüber. So, sehr gut. Und hier noch die letzten Goodies nehmen. Hervorragend. Und da oben sind noch ein paar Sachen. Gib mir mal Soja. Sehr gut. Ich glaube, der Ossel ist mal wieder aus dem Internet raus. Juhu! Ich hole mir die Goodies. Ja, ich bin wieder raus. Aber wieder, bist du wieder da? Hol immerhin mal bist die du noch Goodies, im Chat drin. Ich komme da mal rein. Und gleich rufe ich den verdammten Provider an. Die sollen mal hier... Das geht ja so nicht. So kann man keine Let's Plays machen. So kann man nicht Let's Playen. Das ist den auch genauso. Ey, ihr verdammten Kackwürste. Ich hau euch die Omeka in zwei Teile. Sehr gut. Verbinde ich denn eigentlich noch? Ich weiß es nicht, aber wir sind jetzt eigentlich sowieso an einem Punkt angelangt, wo wir mal die Folge beenden können. Und wir werden uns mal ein bisschen um die Connection-Probleme vom Mad-Eye kümmern. Insofern, Freunde, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dieses komische Windmühlen-Rätsel hier dann machen. Ich hoffe, wir werden nicht so lange brauchen wie bei dem letzten jetzt hier. Das war ja doch relativ viel. Relativ lange. Aber die Rätsel finde ich auch bei dem neuen Teil durchaus härter. Findest du ja. Auch? Ja, finde ich auch. Stimmt. So, jetzt bin ich wieder da. Ich könnte wieder Goodies mitmachen. Geholt. Aber du hast gerade Folgenstopp gemacht, ne? Ja, würde ich jetzt sagen, machen wir sowieso und in der nächsten Folge geht's dann weiter ohne Connection-Probleme, hoffentlich, ja, hoffentlich bis dahin. Ey. Wir sehen uns, tschüss.